Ich habe eine neue Freundin. Du solltest sie echt mal sehen. Du würdest dich sicher für mich freuen, denn sie ist wirklich wunderschön. Sie hat eine süße Nase und einen wundervollen Mund, eine adrette Silhouette, kurvenreich und rund. Und auch ihr Bauch und ihr Rücken sind entzückend. Sie ist in jeder Hinsicht visuell beglückend. Das Schönste an ihr ist sogar doppelt vertreten: ihre Augen, Ohren, Hände und Extremitäten. Leider ihre Beine, feinere gibt's keine. Und dann erst ihre Beine, na du weißt schon, was ich meine. So eine göttliche Figur, alter Schwede. Du fragst dich sicherlich, wie macht sie das nur? Ganz einfach, jetzt aufgepasst. Sie ist die Tochter eines Schönheitschirurgen, von dem wird sie immer schön glatt gezogen. Deswegen ist sie auch so schön, ungelogen. Sie ist die Tochter eines Schönheitschirurgen. Sie ist wie alle Töchter der Liebling ihres Vaters, und so operiert er sie natürlich immer gratis. Kaum kommt er abends von der Arbeit nach Haus, probiert er erstmal gleich den neuesten Trend an ihr aus. Anmutig, schön und grazil, dass ich meinen Augen kaum trau. Du hast Charme, Humor, Stil und Sexappeal. Kurz, du bist meine Traumfrau. Durch dich wird die Dunkelheit taghell. Du bist die Sonne, die immer scheint. Doch du hast nur einen klitzekleinen Makel, den ich nicht so mag. Und das ist dein Freund. Was hat er, was ich nicht habe? Warum denn der und nicht ich? Was hat er? Ich stelle mir die Frage, was hat denn der? Ich verstehe das nicht. Yeah! Ich liebe sie nicht mehr, sie behandelt mich wie Dreck. Früher liebte ich nicht so sehr wie sie, jetzt will ich nur noch weg. Sie meckert immer zu und quält mich bis aufs Blut. Ganz egal, was ich auch tue, sie findet es nicht gut. Sie ist ein wahrer Drachen, ein gemeiner und perfider. Ich muss dem ein Ende machen, doch ich sage immer wieder: Ja, Schatz, du hast natürlich recht. Ja, Schatz, ja, ich weiß, das war schlecht. Ja, Schatz, nein, ich möchte keinen Streit. Ja, Schatz, es tut mir schrecklich leid. Das kann doch gar nicht sein, ich meine nein und sage ja. Das war schon immer mein Problem, auch heute vorm Altar. Der Teufel soll sie holen, sie bringt mich noch ins Grab. Doch ein Freund hat mir empfohlen, Mensch, jetzt hack die Sache doch mal ab. Ja. Ach, du kennst den Text schon, ja?